Drei. Okay. Eigentlich wollten wir ohne sie starten, aber natürlich hat sie es gemerkt. So, und drei. Eins, zwei, drei. Wunderschöne Freunde. Seit wann startest du denn nicht? Wunderschöne Freunde, sondern herzlich willkommen zum neuen Video. Jetzt geht kurz mal die Oktave gewechselt. Fürs nächste Video haben wir uns überlegt, machen wir ein Q&A. Wir kriegen ganz, ganz, ganz viele Fragen auch zum Thema Geburt und so weiter. Deswegen, falls ihr irgendwelche Fragen an uns habt, ballert sie sehr gerne mit den Hashtags Team Chibo, Hashtag Villa Chibo, Hashtag Baby Chibo vielleicht in die Kommentare. Dann können wir es im nächsten Video für euch beantworten. Wir haben uns für das heutige Video überlegt, mal ein bisschen zu erzählen, was ist passiert in der Zeit, wo wir nicht da waren. Ich denke, heute sprechen wir einmal kurz über die Vermietung, die wir ja schon angekündigt hatten im letzten Video. Wir hatten drei bisher, mega cool. Sogar zwei längere, was halt richtig cool für uns ist. Und dann, ich glaube, so mitunter die krasseste Story, als Pepper verschwunden ist in der Zeit, wo wir in Deutschland waren. Viele von euch haben es auf Instagram eventuell mitgekriegt. In der Zwischenzeit, wo wir nämlich vermietet haben, nimmt Suga sie immer mit in unser Kuta-Haus. Das ist ja etwas, was wir auch kommuniziert hatten. Die Katzen bleiben hier, Pepper kommt mit. Katzen müssen also ein bisschen auf die Butze aufpassen, dass sie auch keine kleinen Viecher in die Butze reinkommen, weil die Katzen halt alles vernichten. Deswegen alles ist es sehr positiv, dass sie hier sind. Von Lilly und Lola. Ja. Sei es Spinnen, sind es Frösche, sind es irgendwelche Käfer oder Ratskies. Genau. Alles wird gesnackt, das ist richtig gut. Und Peppy nehmen wir halt mit in die Kuta-Butze. Und wie ist das bitte passiert? Ich war ja... Selbst du warst extern, aber ich war extern, weil genau in diesem Augenblick, wo es geschehen ist, war ich in Köln unter der Nadel. Das war der letzte Tag der Einbuchung. Das war, glaube ich, 5 Tage oder 6 Tage hatten wir die Buchung. Da habe ich sogar noch geschrieben, die Gäste sind gerade ausgecheckt und du kannst Pepper jetzt wieder in die Villa Chibo bringen. Mhm. Dann hat er nicht geantwortet. Ein paar Stunden später habe ich ihm wieder geschrieben, ja, was ist los, alles gut. Da war ich gerade auf dem Weg zu meiner Freundin Svetlana. Mein Papa hat mich gerade nach Buxtehude gefahren zur S-Bahn und wir sind gerade am Bahnhof angekommen. Und dann schreibt mir Suga, ihm geht es gerade gar nicht gut, weil Pepper gone ist. Und das schon seit 6 oder 7 Stunden. Er ist sie die ganze Zeit am Suchen. Für mich natürlich ein kompletter Nervenzusammenbruch. Ich sowieso schwanger, emotional, ich liebe Pepper über alles. Für mich ist einfach eine Welt zusammengebrochen. Ne? Da hat mein Papa mich noch, hat er noch geparkt. Ich mega am Heulen, da musste ich mich noch beeilen, Ticket holen. Ich war zu gar nichts in der Lage. Und dann tatsächlich die S-Bahn einfach stehen geblieben. Zwischen Neugraben, glaube ich, und Neuwiedental. Welche Leute auf dem Gleis. Und die standen 40 Minuten dort. Ich habe 40 Crazy. Minuten so geheult. Ich habe alle kontaktiert, alle, die ich hier in Lombok kannte, animiert, motiviert, loszugehen, Pepper zu suchen. Ich weiß, Micha und Lisa waren zu der Zeit gerade in der Villa Sola. Ich habe Gina, Via, ich habe Kuta Lombok Dogs, Shelter Lombok Dogs, irgendwelche Facebook-Gruppen auf Lombok. Ich habe überall gepostet. Für mich war, glaube ich, das Allerschlimmste, so weit weg zu sein und zu wissen. Hilflos. Genau, ja. Ich kann jetzt nicht einmal losziehen, mitsuchen. Ja. Wir sind am anderen Ende der Welt und was ist jetzt mit Pepper? So, ich habe mir so unfassbar Vorwürfe gemacht, Gedanken gemacht und ich weiß, stay positive und alles. Man muss auch positiv bleiben, aber in dem Augenblick war es wirklich sehr, sehr schwer für mich. Die Leute haben mich angeguckt, neben mir irgendwie so asoziale kleine Mädchen, wo ich auch dachte, das kann nicht wahr sein. So 12-, 13-Jährige haben mich die ganze Zeit angehört, was die so geblubbert haben vor sich hin. Also die Jugend von heute, ich will nicht alle in eine Schublade stecken, aber wir hatten so die ein oder andere Begegnung jetzt in Deutschland, wo wir dachten, Prost-Mahlzeit. Fremdschämen, ne? Also, wenn das die Zukunft ist, dann wird Deutschland bald leer sein. Bei mir war das dann so, ich habe dich irgendwann angeschrieben und wollte einfach nur wissen, was ist deine Meinung zu dem Tattoo-Design auf dem Rücken? Alter, da kam eine emotionale Wand erstmal. Ich habe nur gedacht so, boah, ganz falscher Zeitpunkt gerade. Ich glaube, dann hast du aber auch die ganzen Nachrichten davor von mir bekommen, so dass Pepper gerade weg ist, weil ich hatte dir ja geschrieben oder das kennt ihr. Wir sind ja ohne SIM-Karte in Deutschland unterwegs, haben uns dann von Wi-Fi zu Wi-Fi geangelt. Aber du musst ja jetzt auch sagen, wir wollen das hier nicht in alle Unendlichkeit ziehen. Du hast eine Nachricht wieder mal durch unsere Zuschauerschaft bekommen. Ja, unsere Zuschauer. Zu heftig, wirklich. Zu krass. Und zwar hatte ich ja in meiner Story gepostet, dass Pepper verschwunden ist. Und dann hatte eine Zuschauerin von meinen Stories bei einer Bekannten, die mir gar nicht gefolgt ist, die aber ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt gerade auf Lombok ist,
in ihrer Story gesehen, wie sie mit Pepper chillt. Und das war am Kuta Monkey Zufall. Beach. Als ich diese Story gepostet habe, haben mir natürlich mega viele Leute geschrieben. Mm. Aber ich schaffe ja nicht alle Nachrichten auf Instagram zu sehen. Bis ich dann aber ihre Nachricht dann gesehen habe, war es halt auch schon spät mit der Zeitverzögerung, hier 7 Stunden, hat das Mädchen, die mit Pepper war am Strand, weil ich die irgendwie kontaktieren wollte, natürlich schon geschlafen. Es war mitten in der Nacht. Ich habe ihr versucht, eine Anfrage zu schicken, aber ihr Konto war privat. Dann hatte halt die Zuschauerin, die ja mit ihr befreundet ist, ihr geschrieben. Bis wir dann ihre Nummer gekriegt haben, war es dann halt schon mitten in der Nacht in Deutschland und ich die ganze Zeit am Heulen. Ich war richtig fertig, meine Freundin hat mich getröstet. Sugar mega verzweifelt. Und für mich war einfach dann, wo ich dann wusste, oh Gott, sie ist jetzt Richtung Kuta. Also das war jetzt nicht Richtung Villa Chibo von Kuta aus Richtung Tampa, sondern genau in die andere Richtung ist sie gelaufen. Dachte ich nur, oh mein Gott. Also Monkey Beach ist, glaube ich, das Ende der Kuta-Bucht in Richtung Mandalika, da wo die große Rennstrecke MotoGP halt stattfindet. Das heißt, sie musste ja von unserem Kuta-Haus durch den ganzen Traffic, wo LKWs, Autos, Kuta, wo die ganzen Restaurants sind und Pepper ist ja einfach Verkehr nicht gewöhnt. Nur hat das ja hier, bisschen, genau, was hier, die eine hier Straße, eine die sie Straße, überqueren muss. Ja. Die sie überqueren muss und da kriege ich immer schon Kopfschmerzen, Freunde. Da denke ich mir immer, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich ist sie aufmerksam, wenn sie die Straße überquert. Aber da dachte ich einfach, oh mein Gott, es ist einfach richtig schlimm. Ich natürlich mir schon das Schlimmste ausgemalt. Und dann habe ich sogar noch kontaktiert um 4 Uhr nachts, wo ich dann diese Info hatte. Also hier in Lombok war es 4 Uhr nachts. Mhm. In Deutschland dann spät abends. Dass das Mädel am Kuta Lombok Beach war, weil ich dann anhand der Fotos, die die Zuschauerin mir geschrieben hat, weil sie gescreenshottet hat, die Story von ihr, konnte ich dann anhand der Fotos ausfindig machen, wo das war. Ich habe auch gesucht, habe versucht, diese Bilder auf Google Maps mit irgendwelchen Gebirgszügen im Hintergrund zu vergleichen. Gepasst. Und dann habe ich halt sogar Bescheid gesagt, ist er um 4 Uhr nachts zu diesem Strand gefahren. Hat auch nichts gebracht. Hat Pepper gesucht, dann kam noch die vom Pullman Hotel und dachten, er ist irgendein Einbrecher, weißt du, weil er da mit Licht rumgelaufen ist. Keine Beleuchtung, gar nichts. Pepper weg, Koch eingesperrt. Und dann ist Pepper irgendwie roundabout 6, 7 Uhr morgens einfach wieder im Kuta-Haus angetanzt, war anscheinend hungrig. Sugar also hat sich einfach nur ultra gefreut. Er sagt so, er hat schon von ihr geträumt. Er hat draußen geschlafen, damit er einfach, sie war jetzt so ungefähr 22 Stunden oder sowas unterwegs. War auf jeden Fall schwimmen. Sie liebt es ja, sie geht ja jeden Tag wirklich hier schwimmen. Ich glaube, was halt richtig blöd war, ist, dass von unserem Vermieter aus dem Kuta-Haus die Mutter, die gießt unsere Pflanzen und sie hat einfach das Tor aufgemacht. Mit netter Intention, aber Tor aufgemacht und Pepper ist rausgelaufen. Halt gar nichts, genau. Sugar war zu der Zeit halt nicht da. Ja. Und dann ist, und dann ist einfach Pepper rausgelaufen. Und dann halt auch nicht Bescheid gesagt, ne? Genau. Ja, das war ein bisschen Kommunikationsloch, ey. Das geht halt gar nicht. Wir haben gesagt, es werden gar nicht mehr die Pflanzen gegossen. Scheiß auf die Pflanzen. Wenn Pepper da ist, bitte nicht. Vor allem auch unsere Sachen, ne? Und das sind unsere Wertsachen und alles. Und da wird einfach das Tor aufgemacht. Also, anyways. So, Ende vom Lied, stay positive. Alles ist gut gelaufen. Pepper ist wieder da. Ich habe gesagt, ich mache Pepper jetzt auf jeden Fall einen Instagram-Account, weil ich so oft Fotos von Zuschauern auch zugeschickt bekomme, die ja unten hier am Tampa Beach sind und dann immer Fotos mit Peppy machen und Peppy ja gefühlt so Fantreffen macht unten. Meet and Greets am Tampa Beach. Und dementsprechend dachte ich, müssen wir das auf jeden Fall verewigen, weil Peppy einfach unser Ein und Alles ist und ich sie über alles liebe. Dich natürlich auch. Ich war ganz ja, zum Thema Lalu haben auch schon einige Leute geschrieben, mal wieder nachgefragt. Gibt's keine News, wurde nie wieder gesehen, nicht zurückgekehrt. Wir geben die Hoffnung immer noch nicht auf. Sein Napf steht immer noch da. Ich habe ein paar Mal schon überlegt, ihn irgendwie wegzuräumen, in Storage zu räumen. Einfach Futter reinzufüllen, mal gucken, vielleicht kommt er dann wieder. Ne? Hallo, was geht? Was geht, was geht? Ich habe immer noch Husten. Wir kränkeln alle rum, ganz guter gefühlt, aber ich habe gehört, in Deutschland ist auch irgendeine Welle unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Also hier ist wirklich einer nach dem anderen umgefallen. Es ist crazy, dass Mila ja eigentlich in Deutschland schon begonnen hatte zu husten, was ja jetzt schon wieder fast einen Monat her ist. Und dann immer hat es noch am Husten ist. Immer noch am Husten ist. Ich hatte jetzt ich war einen Tag down, 2 Tage Matsch und jetzt bin ich schon wieder raus und jetzt hattest du auf jeden Fall Husten, bis dann noch... Ja, bei mir geht's ja gut. Mir also geht's gut, ich habe ja nur diesen Husten, wieder zum Beispiel auch, sie hat ja nachts gar keinen Husten mehr. Das ist ja ab und zu noch so tagsüber,
aber ihr geht's ja auch gut. Man munkelt, was hier gerade unterwegs ist. Zum Thema Vermietung können wir schon mal sagen, wir sind sehr, sehr happy darüber, dass wir doch positiv gelauncht sind. Genau. Wir haben so jetzt kleine Verluste. Ich glaube, der Seifenspender, ein Seifenspender ist kaputt gegangen, ja, und also das Moskitonetz oben. Aber ansonsten, also das alles Moskitonetz, ich würde gerne mal wissen, was damit passiert ist. Ja, das Ding ist halt komplett zerrupft. Wir haben das Ding 3 Jahre benutzt und jetzt ist... Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie, also die Tampa-Leute, das vielleicht halt nicht so fürsorglich befestigt haben. Ja. Machst du gerade eine Story? Auf der anderen Seite weiß ich, dass sie auf jeden Fall, weißt du noch einmal, wo wir unten waren mit Pepper, wo wir im Kutterhaus gewohnt haben, war das Moskitonetz halt auch die ganze Zeit dran. Also du weißt ja nicht, ob sie es abends nicht abgeräumt haben, es die ganze Nacht, wenn es ultra windig ist, weißt du, dran gelassen haben. Also wenn du mal überlegst, es ist halt auch eine Schwierigkeit, ne? Wenn wir persönlich hier sind, wir können halt abends alles einräumen, alles abdecken, aber wenn du halt Gäste hier hast und die das logischerweise nicht machen, weil die hier Urlaub machen und entspannen wollen, die wollen ja abends nicht noch hier so einen körperlichen Stress-Act haben. Nee, also es würde ja auch der Staff von Tampa machen. Genau, aber trotzdem denkst du ja, stell dir mal vor, die chillen hier noch bis abends. Ja, genau, abends, und du willst die Privatsphäre ja nicht stören und jetzt anfangen hier beim Sunken Sofa zum Beispiel das Cover drauf zu machen und dann war tatsächlich irgendwann waren Hunde hier und hier war dann alles schmutzig, ne? Ja, das ganze Bett war schmutzig. Weil das Cover nicht drauf, aber was bei uns halt nicht passiert, jetzt inzwischen, die Fehler haben wir auch alle schon durch. Aber wir halt jeden Abend das Cover drauf machen. Aber auch wieder, ne, das eine Cover war drauf und wir wurden schon wieder von irgendwelchen 5-6 Hunden hier nachts überattackiert, die haben da schon wieder reingebissen, das neue Cover. Also das ist nur eine Sache, die auf jeden Fall geklärt werden muss. Aber das war ja quasi kurz, weißt du, und wir haben Pepper gehört. Ja. Dadurch, dass wir ja während der Vermietung Pepper mit ins Kutterhaus nehmen. Stimmt. Macht sie auch natürlich keinen Alarm und dann weiß man nicht, dass hier Hunde chillen. Ja, ne? Genau. Und dann hat sie tatsächlich aufgrund dessen, dass halt die ganzen Sitzmöglichkeiten über Nacht auch draußen gelassen wurden, hat sie einmal geschifft, ne? In der Trockensaison. Ich glaube, das war das einzige Mal jetzt seit über einem Monat, dass hier Regen runtergekommen ist. Komplett alles gesoakt. Wer chillt denn hier auf dem Sunken Sofa? Ist das die kleine Lilly? Wir haben eine neue Bürste aus Deutschland mitgebracht. Wir haben eine Bürste für Lilly mitgebracht. Damit kannst du ihr die Haare kämmen. Das mag sie sehr gerne. Genau. Aber immer nach hinten. Ja, genau, andersrum. Andersrum. Von da nach da. Genau. Ja, sehr gut. Sehr gut. Guck mal die Zunge. Siehst du die Zunge? Siehst du die Zunge? Ist das ein Zeichen für genießen oder ein Zeichen von ich bin nicht mehr da? Ich war auch aber guck mal, sieht echt toll aus. Lilly, was ist los? Alles gut? Lilly. Alter, das sah ihm gerade wirklich ein bisschen... Sonst ist halt noch diese Lampe hier kaputt gegangen. Aber diese Lampe war tatsächlich, glaube ich, schon 20 Mal kaputt und immer wieder repariert. Es ist halt der perfekte Wegblockierer, wenn du da durch willst und runtergehen möchtest zum Spielplatz. Gerade vor unserer Abfahrt einmal repariert, weil jemand draufgetreten ist und dann jetzt während der Vermietung wieder. Falls ihr eine Idee habt, was wir hier für coole Außenlampen machen können, ja? Wir hatten schon überlegt, ob wir da so Steine mit so Schlitzen reinstellen, wo das dann so Ambient-Style rausleuchtet. Ja, aber das Problem ist, was heißt Problem? Diese Lampen, die leuchten in der Nacht so cool die Palmen an, weißt du? Und wenn du da einfach nur so ein Ambient-Licht mit so leichtem Licht rausstrahlen und durch diese Schlitze rausstrahlen hast, dann haben wir halt nicht diese Erhellung der Palmen. Das ist halt die Frage, inwiefern wir da vielleicht was anderes wählen sollten. Aber irgendwas halt mit, guck mal, das hat schon einen Betonfuß. Ich weiß nicht, was man da noch machen soll. Betonlampe braucht man. Bitte, die Leute, die drüber stolpern, brechen sich den Zeh. Frage ist, wann montieren wir eigentlich mal unsere Hängematte da? Sobald die Palme da 10 Jahre stehen. Nee, weil ich glaube, Palme sollten wir sowieso nicht machen. Ja. So Holzpfosten hinbauen, weil das einfach stabiler ist. Selbst einbetonierte Holzpfosten sind stabiler als eine Palme, die schon ihre Wurzelstruktur da reingezimmert hat in den Boden? Ja, die hatten schon die Palme, die nach einem Jahr umgefallen ist wegen Wind. Aber die war ja tot innerlich. Die war ja von einem Borkenkäfer gebumst worden. Trotzdem würde ich das Risiko nicht. Ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe. Mit irgendjemandem, die sollen das auf gar keinen Fall machen. Ich glaube, Jana war das. Sie meinte, wir sollen auf jeden Fall Pfosten machen. Ja. Weil das halt auch gefährlich ist. Ach so, ja, stimmt. Ich weiß auch, warum Jana das gesagt hat. Ja, die haben es bei sich gemacht und da ist nämlich der eine... Genau. So ein riesen Baumstumpf ist da irgendwie enthebelt worden. Eine dickere Person, die sich drauflegt. Ich glaube, wenn wir halt die Pfosten direkt an den Palmen machen, wird das auch gut aussehen.
können ja so eine Palmoptik an die Pfosten dran malen. Sie können jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wofür seid ihr. Aber ich glaube, das wird auch richtig geil sein. So eine Hängematte mit Meerview. Hier schön über den Pool aufs Meer gucken. Infinity-Hängematte. Und dann hast du hier auch schön noch Sonne und noch ein bisschen Schatten. Also Hangfinity, bro. Okay. Zwischen hier und dort. Ja, Leute, wir sind jetzt wieder da, wieder gesund. Nächstes Video, Q&A, wie schon erwähnt. Schreibt eure Fragen sehr gerne in die Kommentare und dann gehen wir darauf schon morgigen Tag für euch ein. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank fürs Einschalten. Stay positive wie immer und dann Tschüssikowski.